Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Mario Kart Wii. Hier seht ihr die Gruppe, ist ganz in Ordnung, hat ein paar 8000er drinne. Einfach mal Donkey Kong Schikane wählen, weil keine Zeit für irgendwas in den hinteren Cups war. Aber ich hätte eh nicht gewusst, was ich sonst hätte wählen sollen. Ja, gar nicht so schlecht, dass die Gruppe nicht die beste ist, denn ich habe eine ganz interessante Wahl heute genommen. Das werdet ihr ja auch gleich sehen. Und zwar ist es Toadette und Quacker, yay! Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, ich habe wieder die 9999 Punkte erreicht. Yay! Ding, 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 Jubel, Freu. Aber das lag auch daran, dass wieder ein Hacker da war aus meiner Freundesliste, der ein bisschen rumgecheatet hat, also zumindest von Punkten her gesehen, ansonsten jetzt nicht so direkt. Ja, da sind die Punkte dann schnell wieder voll. Aber ich hatte sowieso schon davor 9600, also... Nein! Die habe ich echt nicht gesehen, weil da ist irgend so ein Bob vorne dran vorbeigefahren. Turbostart habe ich nicht bekommen, aber die Beschleunigung von dem Teil hier ist so extrem, also da ist es auch egal, wenn man den nicht bekommt. Quacker ist eigentlich ein Bike, was ich ganz cool finde. Damit kann ich mit am besten umgehen bei den Gleichgewichten. Mit Kamerknaller, ja, das ist so eine Sache. Das ist nicht ganz so extrem scharf driften wie das hier. Jawohl! Shock Dodge. So, den blauen hebe ich mir noch auf bis zum Itemkasten, denn wenn der erste klein ist, macht es ihm nicht so viel aus, wenn er den blauen abbekommt. Aber jetzt sollte er langsam wieder groß geworden sein und dann wird er getroffen. Ja, und dann hat sie natürlich ziemlich nach hinten gehauen. So, jetzt leg ich da so eine fiese Banane und fahre in der nächsten Runde selbst rein. Ja, 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 so wird das dann wahrscheinlich aussehen. So, oh Gott, das kann ich mit Quacker hier irgendwie nicht so toll. Hier so am Rand bleiben. Naja, mehr oder minder gut genommen. Ja, jetzt habe ich schon wieder gesagt. So. Holen wir uns die Itembox und rein da den Blooper dodgen, weil das so wichtig ist, weil der Blooper, ach du Kacke, ey, der hat mir hier das Leben sowas von erschwert. Und warum, das ist manchmal hier so, bei diesem turbostreifenden Blauen, geht der manchmal einfach nicht nach da oben und ich verstehe nicht, woran das dann liegt. Keine Ahnung, keine Ahnung. So, bitte lass nicht deine Bananen hier los, habe ich keine Lust drauf. Nein! Nein! Ich wollte meiner Banane ausweichen. Und hab dadurch gefehlt. Scheiße, aber da ist noch einer klein, den hole ich noch ein, aber den Rest nicht mehr. Scheiße. Komm. Oh Gott, was gurke ich jetzt lang. Ich wollte noch ein Item haben. Den bekomme ich noch, den bekomme ich noch, den bekomme ich noch, den bekomme ich noch. Oh. Dritter ist noch ein besserer Ausgang, als ich erwartet hätte, kurz vor Ziel. Also es geht gerade noch so. Und mit Quacker kann man hier jetzt auch nicht die besten Sachen erwarten. Aber wie schon gesagt, ich finde das eigentlich ganz in Ordnung. Oh, minus 44. Was? Ich war Dritter. Boah, ey, diese Lags hier in Mario Kart. Ui. Ja. Nächstes Rennen. Bowsers Festung von der Wii-Version. Ja, es war gerade irgendwie eine ziemlich witzige Wahl. Von den 10 Leuten hatten 5 Leute Regenbogen Boulevard gewählt und 2 Bowsers Festung. Ja, da habe ich mal aus der Reihe getanzt mal wieder, aber naja, ich weiß gar nicht, was habe ich gewählt. Okay, ich weiß es nicht mehr, egal. Nein, ja, als Quacker wird man natürlich ziemlich stark weggerammt, das ist der Nachteil davon. Vor allem in sehr, also in Pro-Raums, wo ein Dreiviertel mit Funky Kong fährt, da hat man mit dem Teil nicht so gut Kirschen essen, weil man dauernd weggerammt wird. So, was bekommen wir noch? Einen blauen Panzer, da können wir den ersten ärgern. Werden wir auch jetzt auch machen. Okay. Ich habe irgendwie gar nicht so richtig geschüttelt gerade, aber irgendwie hat es trotzdem gereicht. So. Ja, was könnte ich reden? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mir mal ein Thema überlegen. Oder so irgendwie. Ja. Werde ich mir fürs nächste Rennen eins einfallen lassen, hoffentlich. Und
die Fakebox war fies gelegt. Weil, wenn man da... Also da kann man es erstens nicht sehen, so wie der sie gelegt hatte, aber wenn man ganz an den Rand vorne legt und da jemand reinfährt, dann fällt der auch noch runter und es ist, by the way, 100 CCM, sonst hätte ich jetzt vielleicht sogar mal den Glitch probiert in so einer Gruppe. Ah nein, warum mache ich einen Stunt? So. Naja, ich gurke hier gerade ziemlich rum, also kann ich mich über den dritten Platz nicht beschweren. So, Japaner da vorne. Oder wie? Naja, es gibt ja auch andere Länder mit Schriftzeichen, aber es sind doch zu 99% Japaner, wenn die so Namen haben. Und Mia, die erste hier. Die, oh lol. Der hat mich mit dem Pilz weggerammt, wahrscheinlich. So, der wird jetzt gesniped. Bam, Junge, bam. Ach du Scheiße, ist hier voll gelegt gewesen. Oh mein Gott. So, Pilz und wir sind Erster. Yeah. Vielleicht hätte ich mir den Pilz... Jawohl, ich ziehe noch einen Pilz nach. Hammer geil. Ja, okay. Das war dann weniger gut. Ach, ich bin noch dumm. Den Pilz hätte ich nicht verbrauchen müssen, weil ich wacke halt sowieso so eine gute Beschleunigung, aber ich ziehe noch einen nach. Weil ich ein Glückspilz bin. Ah, Glückspilz, weil Pilz und so. Nein! Nein! Oh Mann, da war ich eine Sekunde lang Erster. Verdammt, ey. Nein, nein. Jetzt werde ich deswegen nur Zweiter, oder wie? Nee, die hat was abgelegt. Oder der, oder was auch immer das sein soll. Aber es trifft ihn nicht. Aber der hat einen Fehler gemacht. Der hat einen Fehler gemacht. Der ist... Hä? Was hat der denn gemacht? Wo ist der? Ah, der ist direkt hinter mir. Nein! Nein! Was war das denn? Ja, ja, ja. Komm schon. Zieh, Junge! Nein! Ah, das war knapp. Aber vielleicht war es ja wieder so ein Lag-Start wie im ersten Rennen. Und ich bin ganz zufällig noch auf dem ersten Platz. Kann das sein? Hm? Kann das sein? Fahrt ins Ziel, Leute, komm. So schwer ist die Strecke jetzt auch nicht. Außer ich muss zugeben, ich hatte ganz am Anfang von meinem Mario Kart Wii Leben auch Probleme bei diesem, da wo der Bowser den fetten Ball spuckt, was man hier gerade sieht, da hochzufahren gescheit. Plus 15 bekommen wir auf dem zweiten, okay, das ist in Ordnung. 12 Spiele angekündigt, wollen wir mal sehen, ob die auch kommen. Nächstes Rennen. Diese Strecke kommt wirklich selten online dran, nämlich Kumu-Weide. Und wir haben, denke ich, einen sehr, sehr würdigen Gegner dazu bekommen. Noch dazu. Weil, ich meine, die anderen haben uns ja auch schon abgezockt. Aber da ist noch ein 9000er reingekommen. 9500 Punkte, um genau zu sein. Und mit den drei Pilzen können wir hier... Ja, toll. Schön durchrushen, wollte ich eigentlich sagen. Alter, was ist denn hier los? So... Es ist immer noch 100 CCM, das ist nicht ganz so toll, aber ich wollte mir ein Thema überlegen und ich habe es nicht getan. Wer hätte das gedacht? Es war irgendwie klar, dass ich es vergessen würde. Ja. Boah. Also am liebsten rede ich ja immer so über insgesamt das Let's Player-Dasein. Da fällt mir immer irgendwas zu ein, weil das macht man gerade und dann... Dann weiß man da gerade was drüber. Ja, toll. Wie wär's mit Tipps für neue Let's Player? Es ist... Na, wobei, fangen wir anders an. Es gibt ja mittlerweile auf YouTube... Ach so. Es gibt ja mittlerweile auf YouTube extrem viele Let's Player. Das war vor ein paar Jahren, gab's noch ein paar. Die waren dann auch schon relativ erfolgreich und so. Und dann kam halt der... Geil. Der Trend des Let's Player-Daseins. Und mittlerweile gibt es ja wirklich tausende kleine Let's Player, die kann man gar nicht alle kennen. Und ja, für die Kleinen ist es jetzt halt viel schwieriger geworden, groß zu werden, finde ich. Weil man hat ja viel mehr Konkurrenz, die am Anfang schon dabei waren, verdammt. Die konnten sich schon so einen kleinen Vorsprung verschaffen und für mich war es ja am Anfang auch schwierig. Ich hatte ja erst so, ja, so 20 Abonnenten am Anfang. Und musste das ja mühsam hier aufbauen. Und jetzt, ja, sind einige mehr. Und wir haben wieder die 9999 und im nächsten Rennen werde ich weiterreden.
Lol. 4 Spiele? WTF. Okay, nächstes Rennen. Yeehaw! Pilzschlot! Yeah, ding, ding, ding! Ja, die Klingel kommt jetzt immer, wenn ich mich freue. Yay! Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei den vielen Let's Playern, die in letzter Zeit so dazu kamen. Dazu müsste man aber auch noch sagen, es... Ja, DC. Dazu muss man natürlich auch noch sagen, ich möchte jetzt hier noch fertig reden, deswegen mache ich kurz irgendwie Zeitfahren oder sowas. Welche Strecke sind wir gefahren? Pilzschluck. Dann mache ich noch Pilzschluck kurz als Zeitfahrteil. So, ja, wenn die Wii mal irgendwas machen würde. Zu den Let's Playern, die dazu kamen, den vielen. Dazu müsste man noch sagen, es ist ja nicht unbedingt so, dass wirklich alle Let's Player wirklich richtige Let's Player sind. Als Let's Player zähle ich jemanden, der alle 2-3 Tage auch mal ein Video hochlädt und nicht einen, der den ersten Part von irgendeinem Let's Play hochlädt, dann sieht, ah, hat nur 5 Aufrufe nach einem Tag, keinen Bock mehr. Das zählt für mich nicht als Let's Player, davon gibt es natürlich auch eine ganze Menge. Aber es gibt eben jetzt auch neuerdings viele, die auch länger durchhalten, so welche wie mich. Mhm. Ja, und... Das wollte ich einfach nochmal erwähnt haben, dass man da nicht all jeden als Let's Player zählen soll, der sagt, ja, ich mache Let's Plays. Aus... Oh, oh Gott, oh Gott. Außerdem wollte ich noch irgendwas sagen. Genau, wenn ihr wirklich mit dem Let's Playen anfangen wollt, habe ich so ein paar Tipps für euch, die ich am Anfang vielleicht auch mal falsch gemacht hatte. Auf jeden Fall, als erstes müsst ihr natürlich erstmal Bock auf das Ganze haben. Und ihr müsst... in irgendeiner Weise auch ein bisschen talentiert sein. Also ihr könnt ja einfach mal einen kleinen Test machen, ihr zockt 5 Minuten, redet dazu, schaut, ob es euch Spaß macht oder ob ihr es irgendwie ein bisschen drauf habt wenigstens. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Dann, was ihr auch braucht, ist Zeit. Also als Let's Player muss man wirklich sehr viel Zeit auf YouTube verbringen, das geht einfach nicht anders. Uploaden, Videos machen, das nimmt schon seine Zeit in Anspruch. Und was auch wichtig ist, ist, dass ihr Durchhaltevermögen habt. Ihr könnt nicht glauben, dass ihr nach 2 Tagen gleich 20 Abonnenten habt. Das geht einfach nicht. Man hat nach 2 Tagen einen Abonnent, wenn überhaupt. Und das muss man sich halt über längere Zeit erarbeiten. Das geht am Anfang nicht anders und da haben halt viele nach ein paar Tagen schon keinen Bock mehr. Das darf euch natürlich nicht passieren. So, 3-mal den Gap Jump geschafft, das ist cool. Ja. Und was ihr natürlich auch braucht, was ich mir erst später holen würde, ist das passende Aufnahmezeugs. Ich würde erstmal einen kleinen Test machen, schauen, ob es euch Spaß macht. Und dann zu Gerätschaften kaufen, mit denen ihr auch wirklich aufnehmen könnt, denn es bringt nicht viel, wenn ihr nur mit Cam aufnehmt, das lockt niemanden an. Ich habe es am Anfang ja auch gemacht, das ist in Ordnung, wenn ihr es am Anfang macht, aber nach einer Weile müsst ihr einfach mal ein bisschen an Qualität gewinnen, sonst kann das auch nicht mehr so viel werden. So, das wollte ich noch gesagt haben. Meine Let's Player-Tipps, die wahrscheinlich eh niemanden was bringen, weil ich ja selber nur so klein bin. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Es war jetzt halt am Ende ein bisschen komisch hier, noch Zeitfahren zu machen. Aber ist ja egal. Bis dahin. Ciao, Leute.